Einen wunderschönen guten Tag und toll, dass du da bist. Ich spiele für euch das Stanley Parable und ja, um was geht's da überhaupt oder was ist das? Da möchte ich eine kurze Vorab-Info geben, einfach weil es eine sehr erzählstarke Geschichte ist, die von Anfang an direkt loslegt mit Erzählungen und es ist quasi eine Geschichte, die erzählt wird von einem Erzähler, also diese Stimme ist immer vorhanden und wir können uns dann entscheiden, so wie die Stimme das oder der Erzähler das vorgibt, zu handeln oder wir handeln entgegengesetzt dieser Richtung. Wir haben also immer die Wahl, interaktiv mitzuentscheiden, live, und der Erzähler, der Kommentator wird dann quasi wird dann darauf eingehen, was wir tun. Und wird vielleicht die Geschichte dann umändern. Also quasi eine Geschichte, die live in dem Moment quasi erzählt wird. Das macht das Stanley Parable so furchtbar flexibel. Und das ist auch der Grund, warum so gute Kritiken zu diesem Spiel sind. Es ist jetzt was gewaltfreies, absolut. Aber soll trotzdem Spaß machen, denn sonst hätte es nicht so super gute Kritiken bekommen. Von daher denke ich, ich führe euch da nicht auf ein langweiliges Game, Glatteis, sondern vielmehr auf eine interessante andere Art von Gameplay. Von daher freue ich mich, wenn du am Ball bleibst und wir legen auch gleich los. Das Spiel ist übrigens bei Steam verfügbar, nur so zur Info. Wurde entwickelt vom Studio Galactic Café und ja, ist sozusagen eine interaktive Mitmachgeschichte aus dem Jahre 2013, also gar nicht so alt. Und dann Story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ja, und jetzt sind wir quasi in der Geschichte direkt drin. Wir sind Stan, wir saßen vor unserem PC und stehen jetzt und wir müssen uns bewegen. Beziehungsweise wir können auch hier bleiben, aber dann verändert sich eben nichts. Und ja, wie ihr schon gemerkt habt, das Spiel gibt's leider nur auf Englisch oder in englischer Sprache. Aber soweit man das heraushören kann, ist das sehr, sehr einfach. Und man kann das Ganze gut nachvollziehen. So, die Uhr läuft. Wir haben jetzt 25 nach 11, früh am Morgen. Und wir schauen uns mal an, was hier abgeht. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Also wir sollen jetzt in den Meeting Room. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Und da sieht man, ist die Stimme schon direkt darauf eingegangen, dass ich mich hier umgeguckt habe. Es geht auch nur in diese Richtung. Auch niemand.
Sieht aus wie ein ganz normales Büro. Ich meine, I hate Monday. Okay, das sind so die üblichen Klassiker-Tassensprüche. Ich hasse Montags. Freitags ist der beste Tag. Sprich mich nicht an, wenn diese Tasse noch voll ist. Sowas eben. Was auch immer hier produziert wurde, aber ich sag mal, wenn wir den ganzen Tag nach Vorgabe auf der Tastatur rumklackern müssen, wird das ja nicht unbedingt die wichtigste Firma der Welt sein. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Wir sollen jetzt laut Erzähler links gehen. Was ist, wenn wir rechts gehen? Und da sind wir an einem Scheideweg. Wir gehen rechts. Ich bin ein Revolutionär. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ja, also wir haben jetzt reagiert und der Sprecher auch. Und jetzt haben wir die Möglichkeit durch den, ja, durch die Mitarbeiter-Ruhestätte quasi hier mal vorbeizuschauen. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Ja, wir können doch nicht interaktiv irgendwie tätig werden. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Ja, das ist ja auch schon gleich wieder der nächste Kommentar. Ja, es ist langweilig. Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Vielleicht. Also die große Frage bleibt natürlich. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Ich kann auch nicht zurück. Also jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als aus unserem schönen Pausenraum wieder zurück oder weiterzugehen und mal schauen, wo wir lang gehen. Gehen wir da lang oder gehen wir da lang? Ich gehe da lang. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door and got back on track. Ich bin nicht back on track. Wir gehen runter. Wir hätten da jetzt geradeaus laufen sollen in den Gang. Ich will aber runter. So, und hier wären wir jetzt schon sozusagen beim Laden und ich bin gespannt, was da passiert. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go from here it's left. Ah, also wir haben uns falsch entschieden und die Stimme bringt uns wieder zurück und ich sag mal. No, it's to the right, my mistake. Jetzt hat er sich geirrt. Sehr lustig. Geil. No, not the right. Hey. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Muss er nachlesen. Let's see, we went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Lustig, wirklich super lustig. Also das ist diese Art von Humor, die man quasi zu erwarten hat. Und das ist schon ziemlich schräg, denn es ist schon so ein bisschen desillusionierend dann wieder. Ja, wo gehen wir denn runter? Und wo sind wir hier? No, this isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay, from the top. Nein, wo sind wir jetzt? Wir sind quasi unten gelandet, haben in diesen
Bildschirmen quasi die ganze Geschichte sehen können. Und da das ein Spoiler ist, müssen wir jetzt wieder von vorne anfangen, weil wir sind einfach zu weit von der Story entfernt gewesen. Also, wir kennen das. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ja, ich eile ja schon. Wo sind meine ganzen Coworkers? When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over. Completely fresh. Everything should be... Or did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room? Ich habe gar nichts geändert. Ich habe... Move the story somewhere or a... Nein. Hold on. No. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Ach, wie cool. Jetzt dürfen wir uns was aussuchen. Ich gehe jetzt links. Und wieder links. Und sowieso seltsam, dass da Stühle vorne dran sind, aber egal. Die Uhr tickt übrigens mit. Weil vorhin war es 25 nach. Wo sind wir hier? I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you, there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Oh, jetzt sind wir wieder falsch gelaufen. Also, das dritte Mal. All of his coworkers were gone. Ja. What did it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Jetzt ist aber gut hier. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Okay, gehen wir wieder zurück, weil hier sind die Türen weg. Hallo? Aber dafür haben wir hier eine Pflanze. Das ist ein sehr verrückter Arbeitstag, muss ich sagen. Erst sitzt man vom Computer, dann kommt keine Message, was man drücken soll. Und jetzt sind die Fenster weiß und jetzt fehlen hier sogar schon die Türen. Und zurück müssen wir wieder. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. Hey. Unser Büro ist weg. Also, hier war mal unser Büro. Und jetzt? No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Also, wieder zurück. Sehr komisch. Jetzt, ist aber mal gut hier. Irgendwie. Was ist hier jetzt los? Hey, wo ist unser Büro hin? Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? I... Do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. Nein. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Yes. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Und wieder starten wir von vorne. Es wird langsam sehr konfus. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Jo, dann folgen wir doch einfach mal der Linie. Ist bestimmt nicht schlecht. Unser Büro ist auch wieder da. Gucken wir mal schnell auf die Uhr. Es ist jetzt
Ja, 27, 22 nach 11. Auf die Plätze, fertig, los. Oh. Hä? Oh, da spielt jemand Karten. Hätte ich da lang gehen sollen oder da lang? Gehen wir jetzt mal die gelbe Linie nach? Wir gehen jetzt mal der gelben Linie nach. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office, in fact, the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Das ist so wahnsinnig cool. Also, jetzt mit musischer Unterstützung und wir gehen einfach mal da lang. Wir gehen wieder zurück. Ich will da gar nicht hin. Aber diesmal mit toller Musik und da sind wir wieder, wo wir vorher waren. Ich lach mich ja kaputt. Da waren wir doch, da habe ich doch eben auch schon versucht entlang zu laufen und überhaupt, da müsste doch eigentlich das Büro sein. Wenn ich hier lang laufe. Ich laufe links rum und lande hier rechts im... Das geht ja gar nicht. Nochmal. Das ist ja klasse. Also, ein bisschen verrückt ist es schon, denn es hilft nicht. Ich muss dieser Linie folgen. Und da sind wir wieder. Okay, wir folgen der gelben Linie mit der lustigen Musik. Und ich finde... Der Farbmaler hat sich nicht so Mühe gegeben. Und langsam wird auch die Musik etwas nervig, aber wir gehen jetzt einfach mal die Treppe weiter hoch. Da geht es nicht weiter. Ja, uiuiuiui. Fragezeichen, ja genau. Wir haben momentan keine andere Möglichkeit, woanders hinzugehen. Von daher werden wir einfach da weitergehen. Und auch wenn wir hier jetzt an Schreibtisch Nummer 6 sind, denn die Zahl war ja viel höher am Anfang bei unseren Büros, sieht man dann doch, dass hier irgendjemand ein Problem hatte mit der gelben Farbe. Zick, zack, zick, zack, zick, zack, zick. Ich möchte vielleicht da gar nicht rein. Aber er lässt uns gar nirgendwo anders hin. Was sind denn das für Lagerräume? Was haben wir eigentlich hergestellt? Also hier die ganzen Reports, Berichte, Monatsberichte, Finanzberichte. Was ist hier hinten denn? Okay, also hier geht's. Eigentlich ist es egal, wo wir langlaufen. Wait, cut the music. Go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Diese Firma ist nicht so wichtig, glaube ich, denn ich weiß nicht. Vielleicht wisst ihr es. Wir sehen es in der nächsten Folge. Ich will sie nämlich spannend machen. Deswegen geht's bald weiter. Episode 2.